Eigentlich fahren hier Autos. Von der Fahrbahn ist allerdings nichts mehr zu sehen. Schuld ist Hurricane Debbie, der Teile Floridas unter Wasser gesetzt hat. Für einige eine willkommene Abwechslung im Sonnenscheinstaat. Am Montag traf der Sturm mit Windstärken von bis zu 130 km/h auf den Norden Floridas. Damit war es ein Hurricane des niedrigsten Grads, den die Behörden im Laufe des Tages zu einem Tropensturm runterstuften. Dennoch zerstörte Debbie Straßen und Häuser. Mindestens 6 Menschen starben. Es gab Evakuierungen und mehr als 350.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Gouverneur DeSantis zeigte sich erleichtert, dass der Sturm nicht heftiger ausfiel. There's still risks. There's risk from a lot of water, but from a wind perspective, this was not at the level of the previous storms that we've seen. Zwischen Juni und November in der Hurricane-Saison entwickeln sich die meisten heftigen Stürme. Durch den Klimawandel werden solche extremen Wetterlagen nicht unbedingt mehr, aber heftiger und unberechenbarer. Debbie ist dieses Jahr bereits der 5. Sturm in den USA, der so stark ist, dass er einen eigenen Namen erhält.